eure Fahrt. Oh, sehr angenehm, danke. Gretchen, komm rüber und sag Hallo. Was geht ab? Ich bin die Nachbarin. Ich wusste gar nichts von dir. Woher sollten Sie von mir wissen? Wie wäre es, wenn du bei mir im Resort arbeitest? Das passiert dir manchmal. Du siehst nicht aus, als würdest du hierher gehören. Wieso ist nach 10 eigentlich niemand mehr an der Rezeption? Ich will, dass du alles abschließt und auf mich wartest. Ich komme dich jetzt abholen. Wenn ich du wäre, ich würde mich nicht noch weiter verletzen wollen. Wieso haben sie uns hergeholt? Weil deine Familie hierher gehört. Ey, wie komisch kann man denn bitte sein? Gretchen, das reicht jetzt. Du hast ausgesagt, dass du von einer Frau verfolgt wurdest. Die denken, ich bin am Durchdrehen. Deine Natur ist ziemlich bemerkenswert. Mir geht's nicht gut. Wir müssen hier weg. Manche Arten brauchen unsere Hilfe. Ich gebe dir die Chance, uns bei unserem Streben nach Artenschutz von großem Nutzen zu sein. Du kannst dich glücklich schätzen. Okay, finde ich ehrlicherweise, sieht nicht uninteressant aus, aber auch, weil ich Hunter Schäfer recht gerne sehe. Damit war es der Trailer zu Cuckoo, den uns Weltkinoverleih ab dem 8. August in die deutschen Kinos bringt. Ein Horror-Thriller in gut 100 Minuten, in der es um Gretchen geht, die gerade mal 17 Jahre alt ist und mehr oder weniger gezwungen wird, mit ihrer Familie in einen Alpenkurort zu ziehen. Und kaum dort angekommen ist es nicht nur, dass es wahnsinnig einsam wirkt und sehr abgelegen wird, sondern auch, dass man irgendwie etwas ausgeliefert zu sein scheint, vor allem, als sich die merkwürdigen Dinge häufen. Und da finde ich vor allem den Shot ziemlich gut, indem man diese Frau rennen sieht, auf dem Fahrrad dann den Schatten näher kommen und die Kombination, dachte ich so, okay, das macht was mit mir ehrlicherweise, aber auch, dass die Hauptfigur immer brutaler anscheinend angegangen wird und immer fertiger aussieht, je länger dieser Film geht, und dann hast du natürlich diese Sätze von wegen, danke für den Gedanken des Artenschutzes oder du kannst dich glücklich schätzen, und da muss ich sagen, macht Dan Stevens zuletzt immer wieder einen richtig guten Job. Der ist in Godzilla X Kong herausgestochen mit einer unterhaltsamen Art und Weise, in Abigail packt er ganz schön aus und bietet eine gewisse Range an. Und auch hier denke ich sofort wieder, ey, der Mausatz ist echt zu einem, wo man einen gewissen Schauwert mit hinbekommt. Und deswegen hoffe ich, dass Cuckoo ein kleiner, aber vielleicht feiner Horrorfilm wird. Dazu so ein Look, der einfach so wirkt wie ein bisschen zeitlos, aber Jahrzehnte zurück. Ja, bin ich gespannt, was mitten in den Alpen angesiedelt Cuckoo kann. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen weird, ein bisschen unangenehm und glaube, der könnte gut werden. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.